Meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Elektroweiß. Ich bin der Tarek in Köln, Riel heute. Ich habe was Feines für euch, und zwar den BYD Han. Das wird heute übrigens der erste Test auf deutschsprachigem Raum hier. Der erste Megatest mit richtigen Verbrauchsdaten, Ladezeit, Ladekurve, Autobahn, Landstraße. Ich jag ihn hoch auf die hohe 8. Und das Ding ist Luxus pur. Was ich damit meine, erfährt ihr gleich in diesem Video. Aber erst möchte ich mich bedanken bei Niklas, meinem Kumpel. Niklas, der Kameramann. Hi. Hi. Nochmal, gib mir 5. Zack. Moin. Schön, dass du da bist und dass du mir das Auto hier heute zur Verfügung stellst. Ne? Sehr gerne. Wie versprochen. Wie versprochen, ganz genau. Ihr habt hoffentlich alle das Video gesehen, BYD Atto, Atto 3. Den habe ich hier von Niklas und seinem Team bekommen beim BYD Store in Köln. Ja, kann ich euch gerne nochmal unten verlinken. Niklas, mein Lieber, was haben wir denn hier genau? Erzähl mal. Genau, wir haben hier den BYD Han. Mhm. Der kommt tatsächlich immer voll ausgestattet, kostet knapp über 70.000 Euro, geht noch ein bisschen BAFA runter, 3.000 Euro und ein Herstellerbonus 1.500 Euro. Kommt immer voll ausgestattet. Ihr könnt lediglich die Farbe konfigurieren. Mhm. Na, das heißt, wenn wir ein bisschen dunkler werden, also schwarz von außen, dann wird er von innen auch sehr dunkel. Mhm. Aber so wie der hier steht, genauso würde ich ihn nehmen. Das ist meine Traumkombination, Grau-Metallic mit dieser Camel-Farbe, würde ich sagen, oder? Einfach nur geil. Aber dazu gleich, meine Lieben. Niklas, mein Lieber, wie sieht die Lieferzeit aus, wenn ich ihn mir heute bestellen würde? Maximal 4 Monate, wie bei all unseren Modellen. Aber ich habe auch sofort verfügbare Neuwagen. Also sofort verfügbare Neuwagen da. BYD Store Köln, beim Niklas melden. Telefonnummer vom Store lasse ich euch unten rein. Was ich noch fragen wollte, jetzt muss der Tarek überlegen. Jetzt habe ich das vergessen. Shit. Was wollte ich fragen? Leasingangebote. Genau. Habt ihr irgendwelche Leasingangebote noch? Klar. Also wir haben Leasing, Finanzierung, Barkauf, wie ein klassisches Autohaus. Okay, gut. Einfach mal kommen und beraten lassen. Sehr gerne. Ja, und das war's jetzt von der Abholung. Ich mache mich auf den Weg. Wir sehen uns gleich. Bleibt dran. Danke, Niklas. Viel Spaß. Danke. So, es kann losgehen. Wir haben 47% im Akku. Eine Reichweite von 246 Kilometern wird uns angezeigt. Aber bevor es losgeht, machen wir Folgendes. Dieses Monster hat 517 PS, ja, und 700 Newtonmeter. Okay? Allradantrieb. Und ich möchte wissen, was dieses Schiff kann. Denn wenn wir in den Sportmodus gehen, Sekündchen. Dazu gehen wir hier am Lenkrad ins Sportmenü und da sind wir schon. Seht ihr? Das heißt, die Kiste ist bereit für quasi ein Launch Control. Und sobald ich jetzt von 0 auf 50 hier drauf trete, nur bis 50 km/h, will ich mal euch die Kraft zeigen, was das Ding drauf hat und ich selber mal spüren. Auf D. Und... Boah. Ja, scheiße, Mann. Das ist der Hammer. Okay, also Kraft hat das Biest ja definitiv. Ich gehe mal wieder in den normalen Modus, was auch besser so ist. Ja, lasst uns mal beginnen und auf die Autobahn fahren. Und da geht's auch schon los in Richtung Hohe 8. Ich freue mich riesig auf den heutigen Tag, auf den heutigen Test mit dem BYD Han. Tempomat auf 130 gesetzt und jetzt stand oben zum Beispiel 100 km/h. Schildererkennung gibt es schon, ja, im Navigationssystem kann er die Tempos mir anzeigen, allerdings nicht hier hinter dem Display. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell man hier fahren darf und noch wichtiger, er passt die Geschwindigkeit nicht automatisch an. Das heißt, ich müsste das am Lenkrad manuell machen.
Apropos, wir haben natürlich alle Assistenzsysteme an Bord, vom Abstandstempomaten bis hin zum Spurhalteassistent bis hin zum Lenkassistent, quasi Autopilot, ja. Wir haben hier eine 85,4 Kilowattstunden LFP-Akku, Bruttokapazität, netto sind es, glaube ich, irgendwas um die, lass mich nicht lügen, 82, 83 Kilowattstunden. LFP-Akku in dem Sinne, wir haben hier eine Blade-Technologie drin in dem Fahrzeug, in dem Akku, beziehungsweise wir haben keine runden Zellen, sondern wir haben so, ihr könnt euch das so vorstellen wie Tafel Schokolade oder Videokassetten, die sind dann hochkant so nebeneinander dann gestapelt, ja. Und das ist dann sehr platzeffizienter und man kann aus wenig Raum viel Energie rausholen. Das ist halt der Sinn hinter der Sache. LFP-Akku hat natürlich auch seine vielen Vor- und Nachteile. Vorteile unter anderem, die kann man viel mehr Ladezyklen halten, die aus als wie Lithium-Ionen-Batterien. Und die sind auch relativ und ziemlich sicher brandfest. Also die haben hier zum Beispiel die BYD-Akkus den Nageltest bestanden. Man hat damit Nägel reingehauen und nichts hat sich entzündet. Ja? Und die sind kobaltfrei. Ja, so viel ich weiß, sind die kobaltfrei und das ist auch schon mal ein wichtiger Aspekt, was die Umweltbilanz angeht, finde ich. Nachteil ist natürlich, LFP-Akkus sind halt sehr kälteempfindlich. Bei Minusgraden oder im Winter wollen die schon mal nicht so schnell laden. Da müssen die schon ja, ein bisschen in den Schwung kommen. Ja, so ist das im Leben, nicht? Wie gesagt, 517 PS, Allradantrieb, 700 Newtonmeter, ein Einstiegspreis ab 71.000 Euro ungefähr. Allerdings bekommt ihr dafür volle Hütte, worauf wir gleich zum Sprechen kommen. Lieferzeit habt ihr gehört, der Niklas hat gemeint, es gibt auch sofort verfügbare Fahrzeuge oder spätestens in 4 Monaten steht das Ding vor der Tür. Also, für Schnellentschlossene unbedingt eine Probefahrt machen oder mein Video schauen und sich danach eine Meinung bilden. Fangen wir mal an hier mit dem Lenkrad. Also Leute, was soll ich sagen? Ich liebe allgemein diese Innenausstattung und diese Farbkombination. Ich liebe das. Ich liebe das Lenkrad. Ich finde ihn super schön gemacht, super luxuriös gemacht. Unten hier so abgeflacht mit hier so schwarzem, ja, Klavierlack-ähnlichem oder hätte auch schwarzes Holz sein können, was aber nicht ist. Übrigens ist dieses Auto komplett tierfrei, also veganes Leder überall, ja. Links und rechts diese schönen Knöpfe, links für Assistenzsysteme und rechts für Musiklautstärke und so weiter und so fort. Ja, finde ich aber sehr schick. Thema Rekuperation. Wir haben hinter dem Lenkrad keine Schaltpedals, wie ihr sehen könnt. Wir haben aber hier in der Mittelkonsole hier so ein aus schickem Edelmetall gemacht. Hier so geriffeltes Metall ist das oder Aluminium, keine Ahnung, aber fühlt sich so hochwertig an. Ja, da kann man halt normal oder large nehmen. Larger oder Standard, aber kaum Unterschiede. Rekuperationsstärke ist ziemlich schwach. Er rekuperiert schon sehr stark mit dem Bremspedal. Also One-Pedal-Driving, jibbit nicht, hammer nicht. Die Sitze, bella, bella, bella. Ich liebe die Optik der Sitze. Die sind perforiert, weil die sind auch belüftet. Nicht nur beheizbar, auch belüftete Sitze, ja, sowie auch hinten, nicht nur vorne. Und Leute, die Dinger sehen saugeil aus. Ich liebe es, sie anzufassen. Das fühlt sich alles so weich an hier, ja. Super Seitenhalt, wirklich, braucht man bei der Leistung eigentlich auch, ja. Also ich sitze auch saubequem hier drauf, wenn ich meinen Kopf hier auf die Lehne drauf lehne und wirklich richtig schöne Sitzposition auch. Die Übersicht und Sitzposition nach vorne, ich habe hier sehr schick gemachte Außenspiegel, finde ich von der Optik her ziemlich schnittig und nicht so hässlich. Rückspiegel, also Übersicht super gut, obwohl das hier so ein 5-Meter-Schiff ist, ja. Wie sieht's aus auf der Mittelkonsole? Wir haben, ja, das, wenn ich hier den Becherhalter, hier den Deckel hier so mir anschaue, dann ähnelt das schon mal so einer C-Klasse oder E-Klasse, was auch immer. Aber macht ja nichts, das ist hier super schön gemacht auf jeden Fall. Die Lüftungsdüsen in der Mitte. Wir haben 2 Becherhalter mit USB-A und USB-C-Anschluss. Dann haben wir hier diese wunderschöne Schaltkulisse mit diesem wunderschönen Schalthebel, der so schön auf der Hand liegt, Leute. Ich liebe das Teil, was soll ich denn sagen? Wirklich sehr schick gemacht, sehr edel. Start- und Stoppknopf mit hier so Kristallelementen umrandet, ja, macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Ja, ein bisschen Klavierlack ist dabei. Gut, what else? Was soll's? Dann haben wir hier noch
unter der Armlehne noch so ein Staubfach. Ziemlich groß, also sehr praktisch, würde ich sagen. Dann lasst uns mal jetzt gemeinsam hinten einsteigen, da wo das Auto nochmal richtig punktet. Denn Thema Beinfreiheit. Ich mit meinen 1,73 Meter sitze hinter mir wie King Charles. Ja, nicht, mittlerweile nicht mehr Prinz Charles, sondern King Charles. Oh, it's my tea time. Okay, Tarek, komm zu dir, sei ernst. Die Leute wollen ernste Tester und nicht so Laberer. So. Also hinten sitze ich hinter mir selber wirklich sehr bequem. Die Sitze sind ein Traum, bequem, Kopffreiheit, sehr gut. Dann haben die Fondpassagiere hinten noch eine Möglichkeit, die Heizung einzustellen, Sitzheizung und so weiter einzustellen. Also einfach cool gemacht, wirklich. Noch ein Highlight hinten, habt ihr schon gesehen, wir haben auf der Mittelarmlehne ja, noch einen Bildschirm für die Fondpassagiere. Und mit diesem Bedienbildschirm kann man einiges machen. Man kann zum Beispiel Musik und Radiostücke auswählen. Man kann zum Beispiel das Ambient Light ändern. Und noch was Schickes, wir können den Beifahrersitz nach vorne, nach hinten schieben, elektrisch. Oder die Sitzlehne nach vorne kippen, elektrisch. Das ist Luxus pur. Also das hat man wirklich nur in der oberen Klasse und noch nicht mal bei jedem Oberklassefahrzeug. Also coole, coole Features, die schick gemacht worden sind und auch qualitativ sehr hochwertig umgesetzt worden sind. Muss ich auch ganz ehrlich mal zugeben hier. Wirklich. Dann haben wir hier noch einen schönen, schicken Schiebedach, ja, der auch richtig groß ist. Der lässt sich auch schön öffnen. Ja, sieht auch cool aus, macht einen hellen Eindruck im Innenraum des Fahrzeugs. Die Materialien sind überall sehr hochwertig verarbeitet, am Dashboard, ja. An den Türen hier, wir haben hier so, ja, Nähte überall, weiche Kunstlederstoffe hier überzogen. Dann, was soll ich sagen, hier so Kunstleder nochmal an den Türtafeln, aber richtig schön verarbeitet, fasst sich sehr gut an. Na, ich bin einfach begeistert, was soll ich denn sagen, ja. Außen wiederum haben wir Sommerreifen drauf, ich glaube mit 20 Zöllern, 245er oder 265er, schreibe ich ja schon unten rein, habe ich jetzt nicht im Kopf, ja. Mit sehr schicken Felgen, mit schwarzen und silbernen Akzenten, also schwarze Felgen mit silbernen Akzenten. Dann haben wir LED-Scheinwerfer mit Fernlichtautomatik, leider kein Matrixlicht, ja. Sieht aber mit einer durchgezogenen Lichtleiste vorne unter der Haube nochmal sehr schick aus, finde ich, ja. Wir haben hinten noch ja, so 3D-Optik-LED-Leuchten, Rückleuchten. Finde ich sau schick gemacht, wirklich sehr, sehr elegant und wirklich sehr schön anzusehen. Das Auto hat einen eigenen Charakter, das sieht man ihm an. Wenn wir schon beim Thema Licht sind, wie sieht es denn aus abends oder im Dunkeln mit Ambient Light und so weiter und so fort? Habe ich euch auch aufgenommen, kann ich euch gerne zeigen. Also man kann natürlich viele verschiedene Farben auswählen. Ich habe in dem Fall mal jetzt so ja, hellblau, türkis ähnliches genommen. Hinten an den Türtafeln haben wir Ambient Light, wir haben vorne schickes Ambient Light. Aber ihr seht ja selber, also macht wirklich einen sehr hochwertigen und edlen Eindruck, ohne jetzt hier wie eine Diskothekkugel auszusehen. Vor allem Dingen, dieser Wahlganghebel, wie schön der beleuchtet ist, auch abends, ja, das ist wirklich super schick gemacht. Genau nach meinem Geschmack, Leute, ich brauche das. Das Auto erzeugt innen sowie außen Emotionen in mir, wirklich. Ein Dyn Audio Soundanlage habe ich eben ausprobiert. Wir haben DAB Radio, kann ich euch jetzt nicht hören lassen, aber sehr gut qualitativ. Der Klang ist wirklich qualitativ hochwertig. Nicht das allerbeste wie Bang & Olufsen oder so weiter, aber reicht vollkommen aus. Die Bässe klingen sehr gut, die Höhen klingen sehr gut. Klarer Sound, kann ich auch wirklich sagen. Thema Kofferraum. Wie sieht's da aus? Wir haben eine Ladeluke sozusagen, eine Ladeklappe und die öffnet leider nicht ganz so groß wie beim Model S, sage ich mal, als Vergleich, ja, mit der Scheibe. Gut, da streiten sich die Geister. Ein Nachteil, für mich ein größerer Nachteil ist eher, dass die Rücksitzbank sich nicht umlegen lässt, ja, umklappen lässt. Das heißt, sperriges
Gut kann man hier leider nicht transportieren. Wir kriegen natürlich große und mittelgroße Koffer rein. Ein paar Taschen kriegen wir definitiv rein. Wir haben 410 Liter Kofferraumvolumen, aber er ist nicht ein Musterschüler, was Kofferraumvolumen angeht, Leute, und was Flexibilität angeht. Es ist halt so, ja? Muss ich auch erwähnen. Und noch ein Kritikpunkt von mir. Wir haben hier eine wunderschöne lange Motorhaube, aber keinen Frunk darunter. Leider, leider, leider. Ja. So, wir haben jetzt die Autobahn verlassen und sind jetzt auf der Landstraße, auf der B257 Richtung Hohe Acht unterwegs. Ich lasse mal jetzt kurz das Lenkrad gleich los, wie der Autopilot sich denn hier schlägt. Jetzt kommt eine Linkskurve. Was macht er? Ja, er ist mir schon ein bisschen zu nervös. Zu nah in der mittleren Spur. Jetzt hat er sich wieder gut eingeordnet. Ja, er hält die Kurve. Er hält die Kurve. Alles gut. 85 km/h habe ich den Tempomaten eingestellt. Jetzt kommt vorne ein Schild, wo man nur 50 fahren darf. Ne, 70. Ich muss allerdings manuell auf 70 runtergehen, weil er das nicht automatisch übernimmt. Okay. Er nimmt die Rechtskurve. Eigentlich okay. Doch, bin zufrieden. Ja. Alles gut, würde ich sagen. Ja, wie macht sich denn der Hahn hier in so ganz engen Kurven auf der Landstraße? Also Lenkgefühl, Lenkbefehle nimmt er wirklich sofort. Achtung, hier wird es ziemlich eng. Ich nehme mal die Kurve. Boah, geil. Er liegt wirklich wie ein Brett auf der Straße. Und ich habe das Auto komplett im Griff, würde ich sagen. Ich beschleunige mal jetzt etwas. Und nehme die Kurve etwas schneller hier. Wow. Nee, der klebt. Der klebt auf dem Asphalt, Leute. Wirklich. Cool. Das macht er gut. Ja, Thema Fahrwerk und unebene Straßen hier mit vielen Bodenwellen und einigen kleinen Schlaglöchern. Die nehme ich jetzt mal alle schön mit hier, die Schlaglöcher. Ja, tut mir leid, Niklas, aber das muss sein. Einfach komfortabel, sehr, sehr, sehr gutes Fahrwerk. Und er schlug die Bodenwellen wirklich sehr gut und glättet sie halt aus. Auch die Querfugen auf der Straße, also die Rückmeldung zum Fahrer, die ist wirklich sehr komfortabel, ja. Aber immer knackig und gut beherrschbar, das Auto. Er ist aber natürlich kein M4, sagen wir mal so, oder ein M5, ja. Dazu müsste man ihn vielleicht etwas tiefer legen und noch breitere Reifen spendieren, damit er wirklich dann wie 1A auf der Straße klebt. Aber gut, damit, mit so einem Auto fährt man ja auch nicht zum Nürburgring, sondern reist und gleitet daher. Und das kann er wirklich sehr gut. Es ist geschafft, ihr Lieben. Wir sind jetzt hier auf der Hohen Acht angekommen. Hier liegt sogar noch ein bisschen Schnee rum. Wahnsinn, 5 Grad Außentemperatur hier oben und Ende März liegt hier noch etwas Schnee. Ja, so ist das nun mal. Ich finde es richtig cool hier. Schaut mal. Ja, und da sind wir jetzt hier auf der Hohen Acht, knapp 680 Meter über dem Meeresspiegel, meine Lieben. Was hat der BYD Han bis hier hoch verbraucht? Das ist nur ein Zwischenergebnis. Ja, ich nenne es in jedem Video, denn es geht halt hoch, aber gleich geht es auch wieder runter. Das gucken wir uns dann am Ende des Tages nochmal an. Aber bis jetzt hier hoch bei 4 Grad Außentemperatur, 24,2 Kilowattstunden. Soll ich euch was sagen? Gar nicht mal so schlecht. Wir haben 4 Grad Außentemperatur. Teilweise liegt noch Schnee hier hinten. Könnt ihr hoffentlich noch sehen. Also es ist frisch. Es ist quasi halt Winter, obwohl die Sonne scheint. Ja.
Aber jetzt geht's wieder zurück und zwar runter nochmal knapp 680 Meter Richtung Europaallee, denn wir wollen das Auto ja an die Ladesäule anschließen und gucken, was er denn so zieht. Momentan haben wir noch 24% im Akku und eine Reichweite von 125 Kilometern wird uns angezeigt. Und wir lassen uns mal nach frechen Europaallee navigieren. Wir geben das mal hier ein. Europaallee. Frechen, da hat er es schon gefunden. Und hier ist die Routenübersicht. Apropos Route, Ladeplanung, Navi-Software. Also ich kann es auch schon mal sagen, Ladeplanung kann er nicht. Aber er hat einen super geilen Prozessor. Der ist mega schnell, Leute. Ja, das ist eins der schnellsten, was es auf dem Markt gibt. Ja, wir lassen uns mal die Route dahin berechnen. Und es gibt noch ein Problem. Vielleicht habt ihr es schon gehört. Das Auto spricht noch Englisch. Und die Sprachbefehle müsste man auch auf Englisch geben, war beim Atto 3 auch so, aber BYD hat dieses Jahr noch ein deutsches Menü versprochen und die werden das mit Sicherheit liefern, ja, spätestens mit dem Seal, auf den ich so gerne warte, aber dazu kommen wir gleich noch, da habe ich noch ein paar Wörtchen zu sagen. Ja, das sind von hier aus 79 Kilometer bis nach frechen Europaallee zur NBW-Ladesäule. Wie gesagt, er soll ja 120 kW im Peak ziehen können. Ich bin gespannt, ihr seid gespannt. Jetzt nicht lange drumherum reden, sondern machen Tarik. Ihr kommt mit. So, ich habe hier kurz rechts angehalten, weil ich euch noch eine wichtige Information geben möchte. Das Auto hat keine Vorkonditionierung. Das heißt, er lässt die Batterie halt nicht vorwärmen, wenn man irgendeine Ladesäule im Navigationssystem eingibt oder manuell einschaltbare Vorkonditionierung gibt's leider nicht, ja, was ich euch unbedingt noch sagen wollte, aber ich habe ja jetzt Europaallee in Frechen angegeben, was ich euch aber noch zeigen könnte, ist, wir gehen auf Suchen auf EV Chargers und entlang der Route in der Nähe oder am Zielort, ich gebe mal am Zielort ein und ihr seht schon, Europaallee Frechen, da kann man die Tesla Supercharger finden, die es dort gibt, ja. Dann gibt es noch auf der Emmy-Noether-Straße in Frechen eins von zwei frei, ja. Bei den NBW-Säulen hier auf der Europaallee zeigt er uns das nochmal an. Ein 300 kW Charger ist frei und beim 150er sind beide Stecker frei. Ich gebe das mal ein und dann gebe ich das mal hier in die Route und zack, navigiert er uns dorthin. Ja, wie gesagt, Routenplanung gibt's nicht, Vorkonditionierung gibt's auch nicht, wollte ich nur mal erwähnt haben, aber Menüführung, andere Möglichkeiten, die Displays und so weiter und so fort, zeige ich euch alles gleich während der Ladung. Ihr bleibt aber schön dran. Ja, und ich möchte euch noch mal kurz zeigen, wie die Beschleunigung auf der Autobahn ist. Im normalen Modus übrigens. Wir fahren jetzt hier mit 110. Hier darf man drücken und ich mache Kickdown. 130, 140, 150, 160 und 70. Wow, das geht schnell. 180, 85, 100. 86, dann ist Schluss, ihr Lieben. Somit habe ich euch das jetzt auch gezeigt. Und bremsen kann er gut. Jawohl. Sehr gut. Endlich angekommen hier in Frechen. Ein 300 kW Charger ist frei. Den werde ich auch jetzt benutzen. Weil unser Auto kann sowieso nur 120 im Peak ziehen. Es ist nicht schlimm, wenn ein zweiter noch zum Laden sich da anschließen möchte. Wie es denn auf der Rückfahrt aussieht, schaut mal, meine Lieben, 20,1 Kilowattstunden auf der Rückfahrt. Also oben auf der hohen 8 hat er 24,2 oder so angezeigt gehabt und jetzt auf der Rückfahrt 20,1 Kilowattstunden, finde ich vollkommen in Ordnung. Wir haben jetzt auf der Rückfahrt Regen gehabt und Wind und 7 Grad Außentemperatur. Das war quasi so ein Wintertest, kann man schon behaupten. Ja, doch, zwar jetzt keine Minusgraden, aber trotzdem, das bedeutet,
Für Allradantrieb mit über 517 PS ist das ein sehr ordentlicher Wert, weil der CW-Wert dieses Autos, die ist, habe ich jetzt vergessen, schreibe ich auch rein, aber auf jeden Fall sehr günstig, sehr gut und das merkt man auch, ja. Und ich wette, ich könnte ihn im Sommer mit 15 Kilowattstunden bewegen, das ist alles machbar. Wenn man überlegt, wie viel Power man hier in dem Fahrzeug hat, das ist echt der Wahnsinn. Aber wir haben jetzt 8% im Akku mit 40 Kilometer Restreichweite. Das bedeutet, wir schließen ihn jetzt schön an der Säule. So, und ihr kommt natürlich mal mit. So, das Auto ist angeschlossen. Der Ladeanschluss befindet sich hinten rechts übrigens bei dem Fahrzeug. Ich bin gespannt, wie viel Ladeleistung wir kriegen. BYD verspricht dir 120 kW und jetzt geht's los mit 8%. Da schießt er schon hoch auf 70. Komm Baby, enttäusch mich nicht. Enttäusch mich bitte nicht. 70, okay, ich gebe ihm noch ein bisschen. Jawohl, jawohl, 103. Na komm, die 120 will ich aber schon sehen. 104, ja, er ziert sich noch etwas. 103, na also, jawohl, was? Er überbietet seinen Peak. Das ist doch mal was Feines. Na, also, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, oder? 122 habe ich schon gesehen. Es bleibt spannend. Aber wie sieht es denn aus im Auto während des Ladevorgangs? Was kriegen wir da für Informationen? Sehen wir überhaupt, wie schnell das Auto lädt und so weiter? Lass es uns herausfinden. So. Oh ja. Ja, wunderbar, das sieht man ja hier auch alles. 123 kW Ladeleistung und 13% mittlerweile. Es gibt hier Hauptmenü mit drei Seiten. Wir haben übrigens Spotify, aber kein Android Auto, kein Apple CarPlay, meine Lieben, leider. Ja, ansonsten, wir gehen mal ins Navigationssystem rein. Wir haben keine Routenplanung, wie schon erwähnt. Das heißt, ich könnte jetzt mich nach München navigieren lassen, aber eine Routenplanung gibt es nicht. Wie sieht es aber aus mit Filtermöglichkeiten, der Lademöglichkeiten hier? Er zeigt uns immerhin an, wo wir gerade stehen. Der 300 kW Charger, 1 von 2 belegt, 1 von 2 belegt. Also er zeigt uns die Tesla Supercharger hier an. Da hinten sind sie nämlich. Das ist okay mit Live-Daten. Na, sieht schon mal gut aus. Wir könnten uns auch dahin navigieren lassen. In 7 Kilometern E.ON zum Beispiel zeigt er uns auch an. Dann drückt man drauf und man lässt sich dahin navigieren. Man könnte die Ladesäulen auch selber in die Route integrieren. Allerdings eine automatische Routenplanung gibt es hier leider nicht. Ein Elektroauto, also Thema Routenplanung, meine Lieben, ich kann es jetzt nicht mehr oft genug sagen, aber trotzdem, für alle, die jetzt neu dabei sind, man braucht keine Ladeplanung. Ich nutze sie selber persönlich nicht mehr. Ich mache mir meine Ladeplanung einfach selber, beziehungsweise ich fahre einfach drauf los, ja. Und sobald mein Auto so um die 20% im Akku hat, dann gucke ich mir, wo ist die nächste Ladesäule und lass mich dahin navigieren. Oder wenn es eine Langstrecke ist, so es geht nach Italien, Österreich oder so, dann setze ich mich einen Abend hin, gucke mir eine App an, A Better Route Planner zum Beispiel, gebe die Route ein und gucke mir, welche Möglichkeiten ich habe. Unterwegs an Ionity, an NBW, an Fastnet, je nachdem, welche Tarife man nutzt, je nachdem, welche Apps man nutzt, möchte man ja auch dementsprechend laden. Ne? Ich nutze zum Beispiel meinen Elli-Tarif, da zahle ich 35 Cent momentan bei Ionity für die Kilowattstunde, also würde ich auch gerne nur bei Ionity laden. Ja? Aber trotzdem, jedes Elektroauto, vor allen Dingen so ein Oberklasse oder mittlere Oberklasse, sollte unbedingt die Ladeplanung können für alle, die neu einsteigen, die sich unsicher sind, bis man das halt lernt. Aber eine Ladeplanung sollte grundsätzlich rein. Man kann sich die Displays natürlich in hell anzeigen lassen, auch hier hinter dem Fahrzeug, ja. Oder in dark, so wie ich es mag. So gefällt es mir eigentlich am meisten. Wir haben auch hier die Möglichkeit, unseren Display in der Mitte hochkant zu stellen. Und zwar geht das in dem Fall nur manuell. Beim Atto 3 läuft es elektrisch. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Aber ist egal, das geht ja ziemlich leicht. Hier habt ihr gesehen, guck mal, zack, einmal seitlich und einmal zack, hochkant. Ja, hochkant würde ich immer nutzen, wenn ich navigieren möchte zum Beispiel, ja, weil... so kann ich immer weit vorausgucken,
wann muss ich das nächste Mal abbiegen und so weiter. Aber schaut mal, Leute, wie schnell dieses System ist, oder? Das ist echt, das ist wirklich sehr cool gemacht hier. Also der Prozessor gehört zu eins zu den schnellsten, die ich je gesehen habe. Das ist wirklich der Wahnsinn, ja. Der Prozessor ist wirklich super, super schnell. Wir können hier schnell rüber scrollen, also läuft einwandfrei. Was mir noch sehr gut gefällt, ist natürlich die Kamerazugriff. 360-Grad-View habe ich hier am Lenkrad. Sobald ich hier drauf drücke, zack, gehen die Kameras super schnell an und schon habe ich alles im Überblick hier. Ja? Ich kann noch mal seitlich stellen alles und schon hat man hier dann mehrere Möglichkeiten. Ich kann das Auto durchsichtig machen, damit ich eventuell den Bordstein noch besser sehen kann. Hier 3D-Optik gibt es auch und ja, so muss das sein. Das finde ich einfach cool, ja. Ja, mittlerweile 34% und er zieht immer noch seine 123,6 kW Ladeleistung. Finde ich schon mal gar nicht mal so schlecht, ja. Ich bin gespannt, wie er sich so im oberen Bereich verhalten wird. Ja, wie sieht es eigentlich bei dir da draußen aus? Kommt dein Elektroauto bald? Hast es geschafft? Steht er bald vor der Tür? Dann hast du natürlich die Möglichkeit, über meinen Link mit Geld für E-Auto deine THG-Quote zu beantragen. Wenn du meinen Link dazu benutzt, dann würdest du mir einen kleinen Gefallen tun, denn ich kriege eine kleine Provision dafür. Das verschweige ich natürlich nicht als kleine Unterstützung für meinen Kanal. Du hast da zwei Möglichkeiten. Entweder gehst du auf Risiko, dann kannst du bis zu 380 Euro bekommen für dein Elektroauto oder für dein Elektroroller, das geht auch. Oder du gehst auf einen Garantiepreis von 250 Euro, den kann dir dann niemand wegnehmen. Fahrzeugschein fotografieren, hochladen und irgendwann wird dir das Geld überwiesen. Also, viel Spaß damit. 53% mittlerweile und er lädt bei 53% mit 73 kW. Es sind mittlerweile 23 Minuten vergangen. Ja. Wir haben ihn mit 8% angeschlossen gehabt. Ich werde ihn so bis 85% mindestens laden, weil ich ja auch die Ladeleistung über 80% nochmal erfahren und sehen möchte. So, meine Lieben, also ich habe hier ein BYD Atto neben mir gerade am Laden und der junge Mann, der ihn sich ausgeliehen hat von der Vermietung, er hat jetzt keine Lust vor die Kamera zu treten, hat mich aber erkannt, ne, und hat Hallo gesagt, hat mein BYD Atto 3 Video schon gesehen und er hat mir aber was Wichtiges erzählt und zwar... Und zwar hat er einen Update bekommen, der BYD Atto 3, und er kann jetzt nämlich Apple CarPlay. Apple CarPlay, super. Schmeiß mal an, damit wir das zeigen. Warte, so, einmal starten. So. Das ist doch cool, weil ich habe ja jetzt eben schon erwähnt, dass der BYD Han kein Apple CarPlay und kein Android Auto hat, aber BYD denkt mit und liefert jetzt nach und nach die Software-Updates anscheinend. Wo finden wir das denn jetzt? Einmal unter Apps. Einmal unter Apps. Ach, hier, schaut mal. Apple CarPlay, seht ihr? Ja, das ist eine gute Nachricht. Allerdings würde ich mir auch Android Auto wünschen, aber ich bin mir sicher, die liefern den noch nach. Ja, somit habe ich das zum Glück hier in dem Video noch erwähnen können. Also BYD, ihr gebt euch Mühe, ich merke es, aber bitte, bitte, die Autos müssen Deutsch lernen, so schnell wie möglich. Und eine Ladeplanung wäre auch nicht schlecht. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit dem Han. Also, wir haben ihn mit 8% angeschlossen. Jetzt haben wir die 78% erreicht in 39 Minuten. Und bei 78% zieht er eine Ladeleistung von 83 kW immer noch. Ja. Also 39 Minuten von 8 auf 78 oder von 10 auf 80, knapp unter der 40 Minuten Marke, ist jetzt nicht unbedingt ein Musterschüler, was Ladespeed angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wie sieht die Ladekurve aus? Ja, wir haben hier diese Zickzacks gehabt, ganze Zeit. Das Batterie-Thermal-Management-System konnte sich wohl nicht entscheiden, was macht er jetzt? Na, hätte er diese zwischendurch abfallenden Linien nicht gehabt, könnte er theoretisch eigentlich noch ziemlich gut laden mit 126 kW bis ungefähr 60%. Aber gut, warum, wieso, weshalb, vielleicht habt ihr eine bessere Ahnung. Eine durchschnittliche Ladeleistung von 97 kW ist gar nicht mal so schlecht, meine Lieben. Ja, wirklich gar nicht mal so schlecht. Später auf Langstrecke müsste ich quasi für gute 300 Kilometer Autobahnreichweite hier 39 Minuten laden. Sagen wir mal so, okay?
Es ist machbar, es ist hinnehmbar, es ist jetzt kein K.O.-Kriterium, aber trotzdem, so ein Schiff, so ein PS-Bolide, der sollte auch in 30 Minuten die 10 auf 80 Marke schaffen und können, das muss ich so sagen. Von 8 auf 88% hat er 48 Minuten gebraucht, also nochmal 9 Minuten länger von 78 auf 88% in 9 Minuten und mit 88% zieht er immer noch gute 47 kW Ladeleistung, ja, finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich würde sagen, jetzt kommen wir mal langsam zu einem Fazit. Ich habe heute ja knapp 200 Kilometer gemacht mit diesem wunderschönen Fahrzeug. Fangen wir mal an mit Negativen. Also die Ladezeit ist jetzt nicht so katastrophal schlecht. Er hat jetzt 39 Minuten gebraucht von 8 auf 78% und nochmal 9 Minuten länger von 78 auf 88%. Das heißt, später auf Langstrecke müsste man schon so 40 Minuten einplanen. Vielleicht würde er im Sommer, je nachdem, ein paar Minuten nochmal gut machen. Ist das ein K.O.-Kriterium? Eigentlich nicht, aber für mich mittlerweile als ein Elektromobilist aus Fleisch und Blut und mit vollem Herz dabei, ich hätte mir schon eine Zeit von 30 Minuten gewünscht. Ja? Also diese 30-Minuten-Marke, die sollte vor allen Dingen auch so ein Auto mit so einem Luxusanspruch und Sportanspruch mit viel Leistung und Power auch haben, finde ich. Das ist schon Negativpunkt Nummer 1. Negativpunkt Nummer 2, super schneller Prozessor, super Software, aber eine Ladeplanung, obwohl ich sie nicht brauche, obwohl man sie später so gut wie nie braucht, trotzdem sollte er das können. Er muss es können, ja. Es ist ein Statement von einem Elektroauto. Wie gesagt, für alle Anfänger, für alle, die keine Lust haben, sich später damit zu beschäftigen. Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 3, ein Frunk hätte ich mir gewünscht bei so einer riesenlangen Motorhaube. Ja, okay, kann man nicht machen. Was soll's? Was anderes Negatives fällt mir jetzt nicht unbedingt ein. Ja doch, die Kofferraumklappe. Das wird wohl einige von euch stören und sagen, ja, ich muss aber jeden Tag eine Waschmaschine transportieren, dann ist das eben so. Mit Kinderwagen und so weiter könnte man es noch eventuell hinkriegen. Was mich mehr gestört hat, ist die Tatsache, dass man die Rücksitzbank nicht umklappen kann. Das ist ein Nachteil, Leute. Leider, sorry, BYD, aber ich hoffe, beim Seal wird es nochmal anders, ja. Oh, ich kann es kaum abwarten, den Seal nochmal zu fahren und zu testen. Der Niklas vom BYD Store, der hat es mir hoch und heilig versprochen, dass ich der Erste sein werde, in Köln zumindest, sobald Sänger Automobile 1 zur Verfügung hat. Nochmal an dieser Stelle, apropos Sänger Automobile, Riesendank, ihr seid echt total cool. Es hat mich riesig gefreut, euch kennengelernt zu haben. Der Niklas und die anderen Kollegen, super coole Jungs und Mädels da, wirklich. Also ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit mit euch und auf weitere Modelle von BYD, ja. Kommen wir nun aber zu den Vorteilen von diesem schicken Auto. Leute, was soll ich sagen? Guckt ihn euch mal an, ja. Diese Verarbeitungsqualität, ja. Diese Optik hier, einfach nur wunderschön. Es fühlt sich alles toll an. Sieht alles sehr gut aus. Was soll ich sagen? Also das Auto macht einen Riesenspaß. Qualitätsanmutung, Verarbeitung, top. Leistung, 517 PS. Ihr habt es selber irgendwie hoffentlich mitfühlen können mit mir. Mehr als ausreichend. Ja, das ist echt klasse, was für eine Power dieses Auto hat. Ja, also Leistung, super cool, positiv. Kurvenlage, Fahrverhalten, Fahrwerk sehr komfortabel, aber auch gleichzeitig nicht schwammig, nicht unsicher. Die Ausstattung lässt keine Wünsche übrig. Angefangen hier vom Schiebedach, belüftete Sitze. Die Optik gefällt mir natürlich. Ich bin ja so ein emotionaler Mensch, ja, was die Optik angeht. Und für mich kommt die Optik vor Effizienz, aber dieses Auto ist effizient. Noch ein Riesenvorteil. Vor allen Dingen haben wir eben gesehen, der BYD Atto 3, der hat über Nacht, während er ausgeliehen war, einem Kunden ein Update bekommen. Und schon schwuppsdiwupps war Apple CarPlay auf einmal drauf. Das heißt, deutsches Menü, Android Auto, eventuell später auch eine bessere Lademöglichkeit oder Ladespeed, könnte man alles mit einem Update erledigen oder mal eine Ladeplanung, warum nicht? Ja, in diesem Sinne ist vielleicht ein langes Video geworden, falls ich irgendwas vergessen haben sollte, meine Lieben, kommentieren, bitte verzeiht mir, wenn ich irgendwas Falsches gesagt haben sollte, aber es war ein langer Tag, wieder mal, ja,
Und wenn es dir wirklich gefallen hat und du bis jetzt dran geblieben bist, ist das 100% ein Zeichen dafür, dass du jetzt diesen Kanal abonnieren solltest, um meine Arbeit und mein Fleiß und mein Schweiß hier zu würdigen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.